Die Chemnitz 99ers sind in vielerlei Hinsicht ein Team der Superlative in der Pro A der zweiten deutschen Basketball-Bundesliga. Sie haben mit dem 22-jährigen Felix Schreier nicht nur den jüngsten Trainer, den es jemals in der zweiten Liga gab, sondern mit Takumi Ishizaki auch den ersten Japaner in dieser Spielklasse. In seiner Heimat ist Basketball Nationalsport und er Nationalspieler. Im emotionsgeladenen Derby gegen Tabellenführer Mitteldeutscher BC waren die Wurfkünste des Japaners besonders gefragt. Sein Name kommt den Fans der Chemnitz 99ers mittlerweile fehlerfrei über die Lippen. Takumi Ishizaki, japanischer Nationalspieler, beliebt bei den Anhängern und im Team. Er denkt über seine Würfe auch nicht nach, sondern wirft einfach. Wenn er heiß läuft, ist er schwer zu stoppen auf jeden Fall. Dieser Fan ist zum Derby gegen den MBC sogar extra aus Japan angereist. Und Takumi Ishizaki bedankt sich artig. Chemnitz startet furios gegen den Tabellenführer. Tai Shaw tankt sich hier unterm Korb durch. 10 Punkte die Führung im ersten Viertel. Der Favorit aus Weißenfels aber hält dagegen. Nur einen können die Mitteldeutschen zu Beginn der Partie nicht stoppen. Ishi, den Wirbelwind aus dem Land des Lächelns. Das muss natürlich festgehalten werden. Das Spiel bleibt dank der Klasse des Tabellenführers spannend. Der MBC kann sich Mitte des zweiten Viertels absetzen. Aber Takumi Ishizaki hat sein Visier richtig justiert. 3-Punkt-Wurf drin. Ganz klar, ein Foto wert. Wie auch der folgende Wahnsinnskorb der Gäste mit der Halbzeitsirene. Ein sogenannter Buzzerbeater, ein Glückswurf, der Gästefanblock bebt. Chemnitz danach irgendwie gehemmt. Zwischenzeitlich mit 19 Punkten in Rückstand kämpfen sich die Niners wieder auf 5 Zähler heran. Dank, na klar, Takumi Ishizaki. 2500 Fans toben und einer fotografiert. Am Ende reicht es nicht ganz. Chemnitz verliert das emotionsgeladene Derby gegen den Tabellenführer mit 83-94. Wir wollten unbedingt gewinnen, so Takumi Ishizaki nach dem Spiel. Vor allem im Hinblick auf die Playoffs. Ich bin schon ziemlich enttäuscht jetzt. Die 99ers haben aber weiter alle Möglichkeiten, könnten in der Aufstiegsrunde noch einmal auf den MBC treffen. Dann klappt es vielleicht auch. Mit einem Siegerfoto.